Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute, fällt das erste raus. Heute gibt es mal wieder ein aufgebraucht Video von mir und ja, das sind jetzt alles Produkte, die ich im Monat September aufgebraucht habe und ich würde sagen, wir starten gleich mal, denn der Korb hier ist voll. Und das, was mir auch gerade schon rausgefallen ist fast, ist hier einmal eine Taschentücherbox, ist wieder leer geworden. Das ist, glaube ich, nicht die einzigste, die den Monat leer geworden ist, denn wir haben die überall bei uns hier in der Wohnung stehen. Kann man sich jederzeit rausnehmen und auch am Esstisch als Serviettenersatz nehmen wir das gerne her. Dann auch hier einmal aufgebraucht von Rossmann gab es die mal, diese wunderschönen Taschentücherboxen. Enjoy the little things. Designtechnisch finde ich die super. Vom Tuch her finde ich sie überhaupt nicht gut. Also mag ich überhaupt nicht, finde ich zu kratzig. Von Nivea habe ich hier einmal die Micellentücher aufgebraucht. Die hatte ich mal in einer, ich glaube, Rossmann schön für mich Box drinne. Ja, fand ich in Ordnung. Würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht nachkaufen. Von Dresden Essenz hier, da gab es ja auch vor kurzem oder schon vor längerem so einen Aufsteller mit so verschiedenen Produkten drin, mit so Tierchen drauf. Dresden Essenz, ich kam, sah und ruhte in mir. Das ist die Pflegedusche. Den Duft fand ich nicht gut. Würde ich mir nicht nachkaufen, wenn es den noch geben würde. War irgendwie nicht so meins. Ja, von Isan habe ich hier die Wattepads wieder aufgebraucht. Die mag ich irgendwie lieber als die von Evelyn. Deswegen kommen die auch immer nach. Für meine Augen verwende ich diese Wattepads. Mag ich einfach am liebsten, weil die schön eine Wabenstruktur haben, wo man das Auge wirklich schön abschminken kann, ohne dass man zu viel reiben muss. Dann gab es hier mal von D-Make-up diese LE mit diesem Panda-Bär drauf. Da fand ich aber die Struktur von den Wattepads nicht so gut. Die hat nicht diese Wabenstruktur gehabt, sondern irgendwie so ein bisschen feiner. Also zwar schon auch für sensible Augen und Haut gedacht, aber ich fand es irgendwie, hat man damit doch mehr Druck irgendwie gebraucht, um das Make-up wegzukriegen. Deswegen mag ich die anderen einfach lieber. Und von Evelyn noch diese Maxi-Wattepads. Die mag ich wirklich von Evelyn sehr, sehr gerne. Da sind, glaube ich, 50 Stück drin. Sind wirklich sehr, sehr soft. Damit trage ich mir meinen Toner auf oder mein Rosenwasser. Zum Abschminken direkt verwende ich die jetzt praktisch dann nicht. Einmal aussortiert hier von Kaiko die Eye Cream. Das ist diese hier. Hier ist auch noch was drin, ne? Wie man hier sieht. Aber meine Augenpartie verträgt es einfach nicht mehr. Sie ist schön reichhaltig. Ich habe sie auch unterm Auge schön am Abend verwendet. Und ja, aber bei der Creme ist mir in letzter Zeit immer aufgefallen, dass ich am nächsten Morgen dann so wirklich dicke Augen hatte, fast schon zugeschwollen. Sie haben extrem getränt. Und es muss an dieser Creme liegen, weil seit ich sie nicht mehr verwende, ist es nicht mehr so. Deswegen sortiere ich die jetzt aus, obwohl hier noch was drin ist. Einmal von Yankee Candy, hier so ein Tarte habe ich aufgebraucht, das Vanilla Lime. Und das riecht richtig lecker, frisch, vanillig, toller Duft, finde ich super. Vielleicht hole ich mir die sogar mal in groß nach. Einmal von Balea, diese Schönheitsgeheimnisse, die Maske mit Avocado habe ich aufgebraucht. Fand ich ganz gut, hat die Haare schön weich gemacht, schön geschmeidig gemacht. Haben sich schön gepflegt angefühlt und ja, würde ich mir nachkaufen. Den sanften Augen-Make-up-Entferner von Nivea hier habe ich einmal aufgebraucht. Finde ich irgendwie nicht so gut. Entfernt Mascara, aber keine wasserfeste Mascara. Und ich finde auch normale Mascara nimmt der nicht so gut runter. Wie jetzt zum Beispiel der von Garnier, den habe ich hier auch noch drin. Den kommt dann gleich noch. Werde ich mir nicht mehr nachkaufen, weil ich den von Garnier einfach für meine Augenpartie lieber mag. Genau, hier ist einmal der von Garnier, der Clean and Fresh Augen Make-up Entferner. Den kriegt man bei Müller oder bei Rossmann. Bei DM habe ich den noch nicht gesehen. Den mag ich einfach sehr, sehr gerne, weil das schön sanft zum Auge ist, das Augen Make-up wirklich gut runternimmt, die Mascara gut runternimmt und in Zusammenarbeit mit den D-Make-up Wattepads einfach unschlagbar. Und deswegen werde ich mir in Zukunft einfach nur noch den hier nachkaufen. Von Sanssouci, die Sensitive Augenpflege Eye Care, habe ich einmal aufgebraucht. Finde ich richtig, richtig gut. Wirklich, wenn meine Augenpartie wieder am Spinnen ist, hat die mir wirklich sehr gut geholfen. Und die würde ich mir auch nachkaufen. Ich habe momentan noch andere in Gebrauch.
Die werde ich zuerst aufbrauchen oder versuchen aufzubrauchen, sofern es meine Augen vertragen. Und ja, aber die wird irgendwann auf jeden Fall nachgekauft. Von Rituals habe ich hier einmal aufgebraucht die Body Butter von der Ritual of Sakura Serie. Und diesen Duft liebe ich ja. So ein toller Duft, da habe ich mir auch dieses Set, dieses kleine Geschenkset gekauft mit dem Peeling. Das wollte ich einfach mal gerne ausprobieren. Und ja, die Body Butter kann man zwar nachfüllen, also man kann praktisch den Bottich hier, den kann man rausnehmen, aber da bräuchte jetzt mal irgendwas Spitzes. Aber ich werde ihn jetzt erstmal weggeben und mir irgendwann mal nochmal neu kaufen. Ich habe so viele Body Lotions und ich habe auch jetzt von The Body Shop aus der Limited Edition für den Herbst die Vanilla Pumpkin gekauft und die riecht auch so toll und die kommt irgendwann nächstes Jahr wieder neu ins Haus. Einmal aussortiert hier von Alverde der Selbstbräunungslotion für normale Haut. Die habe ich jetzt schon 2 Jahre und ja, deswegen kommt die jetzt weg. Die hat auch hier das Ablaufsdatum 12/2018 und deswegen kommt die jetzt weg, weil ich verwende die momentan sowieso nicht. Und ja, deswegen sortiere ich die aus, bevor meine Haut irgendwie oder das Produkt einfach kippt. Von Isana Young hier einmal aufgebrauchte Schauergeld Zauberei. Da war ja der große Einhorn-Hype absolut da und da habe ich mir auch dieses Duschgel hier gekauft. Und der Duft ist halt wirklich zuckersüß. Also das riecht wirklich nach Zucker pur und ja, würde ich mir aber auch nicht mehr nachkaufen. Gibt es aber auch bei Rossmann noch teilweise zu kaufen. Ich glaube, die haben nochmal nachgestockt oder das jetzt ins Standardsortiment genommen. Ja, aber vom Duft her würde ich es mir einfach nicht nochmal nachkaufen. Von Nivea die Pflegedusche Cremeöl Perlen Kirschblüte. Ja, fand ich von der Pflege her gut, vom Produktduft her absolut schlecht. Also es war so ein parfümiger Duft, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Also mir hat dieser Duft wirklich 0,0 gefallen. Ich habe da Kopfschmerzen gekriegt. Ich habe es großzügig aufgebraucht, ja, und werde es mir definitiv nicht nochmal nachkaufen. Von Gatovie die Too Sexy Big Volume Push-Up Volumisierendes Haarspray. So. Also Haarspray für mehr Volumen. Habe ich einmal aufgebraucht. Das riecht so schön nach Himbeere. Ist im Sommer, habe ich festgestellt, absolut Käse. Weil die Wespen fliegen auf deine Haare. Und ja, habe ich dann irgendwann im Sommer aufgehört zu nehmen. Jetzt die letzten 2-3 Wochen aufgebraucht, da war nicht mehr viel drin und ja, aber vom Duft her einfach richtig gut und im Winter absolut zu empfehlen, in der Wespenzeit überhaupt nicht. Was ich dann in der Wespenzeit natürlich aufgebraucht habe, ist hier von Schwarzkopf das Stylist Ultime Biotin Volumen Haarspray. Das mag ich auch sehr, sehr gerne, ist ein richtig tolles Haarspray. Bei DM habe ich das nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich glaube, das habe ich mal bei Edeka wieder mitgenommen, als ich das gesehen hatte. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen. Ich habe aber momentan andere Haarsprays, die noch aufgebraucht werden wollen. Eine Lippenpflege ist leer geworden. Das passiert ja wirklich sehr, sehr selten. Und zwar hier vom BB dieses Smoothie-Lippenpflege. Hat halt wirklich so einen schönen fruchtigen Duft gehabt. Ist halt wirklich leer. Habe ich im Bad stehen gehabt und ja. Ob ich mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich mittlerweile Burt's Bees und EOS am besten. Ich denke, deswegen werde ich mir die BB-Dinge hier auch nicht nochmal nachkaufen. Ein Shampoo habe ich aufgebraucht. Da kam ja die Spülung in dem letzten Aufgebraucht-Video. Und zwar das Ghoul Repair & Balance Shampoo mit Manuka-Honig und Milch. Haben meine Haare und meine Kopfhaut vor allen Dingen sehr, sehr gut vertragen. Kann ich mir auch vorstellen, jetzt im Winter wieder nachzukaufen, weil ich gehe mal davon aus, dass im Winter meine Haare oder beziehungsweise nicht meine Haare, meine Kopfhaut einfach wahrscheinlich wieder sehr trocken sein wird. Und da hilft mir so ein Shampoo wirklich sehr, sehr gut. Und das hier hat mir wirklich sehr gut geholfen. Und deswegen würde ich mir das hier nachkaufen, weil ja, damit sind die Schuppen auch weggegangen und ich hatte wirklich Trockenheitsschuppen und da hilft mir Head & Shoulders überhaupt nicht. Und das hat mir geholfen, das hat gut getan und deswegen für meiner Seite aus absolut empfehlenswert für trockene Kopfhaut. Ja, auch im Sommer ist hier von Balea das Dusche und Creme Melonen Duschgel leer geworden. Das hatte ich irgendwann mal in so einer
Blackbox, glaube ich, von DM mal drin. Ist ein toller Melonenduft, ist richtig schön für den Sommer. Und ja, ich glaube, das kam auch dieses Jahr im Sommer wieder raus. Ich glaube, das gab es wieder. Und ja, könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen. Aber wie ihr wisst, ich habe genug Duschgele und deswegen erstmal aufbrauchen, bevor wir neu kaufen. Obwohl mir das auch nicht so gut glückt in letzter Zeit. Ja. Von Alverde ist mir der Sensitive 3-in-1 Reinigungsschaum für sensible Haut leer geworden. Das ist dieser hier. Der ist mit Biohamamelis und Biokamille ein ganz, ganz toller Schaum. Der ist wirklich sehr, sehr sanft. Er ist ein schöner, weicher Schaum. Er reinigt das Gesicht nochmal, also jetzt nicht zum Abschminken direkt, sondern einfach nach dem Abschminken nochmal schön über das Gesicht drüber gehen. Einmal waschen. Ist wirklich ganz toll. Ich habe jetzt momentan von Weleda und von Nivea noch einen in Verwendung. Die möchte ich aufbrauchen. Wenn die leer sind, kommt der hier wieder nach, weil der ist wirklich top und kann ich jedem nur empfehlen. Der brennt auch nicht im Auge. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, das ist ein Top-Produkt. Eine Bodylotion ist leer geworden und zwar die Nivea Bodylotion Sommerliebe mit Melonenduft, verwöhnende Pflege für die normale Haut. Ist für den Sommer absolut ausreichend, hat einen tollen Melonenduft, richtig schön und ja, würde ich mir nächstes Jahr auch nochmal nachkaufen. Aber auch hier habe ich genügend Produkte im Vorrat und ja, aber toller Duft, mochte ich sehr, sehr gerne. Das merkt man bei Bodylotions auch immer, wenn mir der Duft und die Pflege gefällt, weil dann verwende ich sie wirklich sehr, sehr gerne und sehr, sehr regelmäßig und die werden dann auch wirklich leer. Was ich jetzt aber aussortiere, ist hier das Duschpeeling Sommerliebe mit Melonenduft. Duft ist super, Peeling ist grottig, möchte ich nicht mehr verwenden, ist ungefähr noch die Hälfte drin. Sortiere ich jetzt einfach aus, weil ja, das Peeling, ich weiß nicht, das sind so Kügelchen, ich glaube, das sind sogar Plastikkügelchen hier drin. Und finde ich überhaupt nicht gut, macht gar nichts für die Haut und deswegen kommt das weg. In letzter Zeit habe ich nicht ganz so viele Masken verwendet und hier habe ich einmal eine von Merz, die Spezial-Detox-Maske einmal verwendet. Das war noch ein Sachet. Unterstützt den Zellerneuerungsprozess, bietet antioxidativen Schutz. Ja, fand ich gut. Weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwas gebracht hat oder nicht. Soll man ja dreimal wöchentlich benutzen, dann würde man wahrscheinlich auch erst einen Effekt merken. Aber so Masken ab und zu zwischendurch finde ich richtig gut. Und ja, aber bei der habe ich jetzt nicht irgendwie einen Effekt gesehen. Wohingegen ich bei der hier halt wirklich gemerkt habe, die war nach der Maske wirklich schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also meine Haut war richtig prall und richtig schön. Also hier hat man wirklich einen Unterschied gemerkt. Was ich halt immer nur schade finde, ist, dass der Effekt halt nicht lange bleibt. Ja, was steht hier drauf? Eine Maske entspricht ca. 30 Anwendungen eines Beauty-Serums. Ja, nee. Finde ich jetzt nicht. Finde ich meiner Meinung nach zu hoch gegriffen. Sie macht ein schönes Hautbild. Also wenn man wirklich abends was vorhat oder am Tag irgendwas vorhat, dann kann man so eine Maske drauf tun und halt nicht zu spät, bevor man sich schminkt oder so, sondern schön vorher dann gleich. Und dann sieht die Haut wirklich schön gesund und gepflegt aus. Man schaut top aus. Dafür finde ich sie super. Aber so, dass ich jetzt sage, das ersetzt 30 Anwendungen, finde ich jetzt nicht. Die letzte Maske ist hier von Dresden Essenz Tag am Meer After Sun Tuchmaske mit Sommerduft. Der Duft war richtig angenehm, hat mir gut gefallen. Die Pflegewirkung war auch schön, hat einen schönen, ja einfach so einen Feuchtigkeitseffekt nochmal gegeben. Auch wie bei der anderen Maske. Nicht ganz so intensiv wie bei der anderen Maske von Neutrogena, aber wirklich so einen schönen Glow nochmal nachdem man die Maske abgenommen hat, hat man gesehen, war es schön aufgefüllt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir auch nochmal so ein Set nachgekauft, weil ich es einfach sehr gut fand. Ja, und auch nur ein Tütchen Badesalz diesen Monat, weil ich andere Produkte momentan verwende, wo man öfters was rausbekommt. Und hier habe ich aufgebraucht von Trekkle Moon die neue The Secret Mountain Himalayan Honeysuckle. Das sieht so aus. Und der Duft mir richtig gut gefallen. Das ist ein schöner Duft, ist so ein warmer Duft, ist ein richtiger so Winter-Herbst-Duft, finde ich. Ja, ganz, ganz toll. Habe ich auch noch einen im Backup und ja, Schaum ist halt hier wirklich, nee, also schäumen tut es nicht wirklich, aber Duft ist einfach spitze, gefällt mir und deswegen kaufe ich es auch nach. Ja, meine Box ist leer, das waren alle Produkte
Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Verlosung für euch. Wie auch schon im letzten Favoritenvideo verlose ich auch hier wieder eine kleine Box. Die sieht diesmal so aus und da sind ein paar Produkte drin. Es ist eine Kleinigkeit, also es ist jetzt nichts irgendwie Besonderes oder so. Ich möchte einfach nur gerne Danke sagen. Und ja, hier habe ich auch einmal drin von Alverde Lass dich feiern Duschpeeling mit Ingwer und Bergamotte. Dann aus einer Glossy Box hier diesen Contouring Stick. Die Maske, die ich auch schon einmal aufgebraucht habe, hier von Balea Schönheitsgeheimnisse Avocado. Dann noch so ein Pröbchen von der Garnier Banana Mask. Von Dresdner Essenz ein Badesalz, der perfekte Moment, Pflegematte mit fruchtig warmen Duft. Das ist ein richtig schönes Bad, also ist richtig toll. Duftet einfach richtig gut, habe ich auch noch bei mir im Backup und freue ich mich schon drauf, mit zu baden. Dann hier einmal so eine Probegröße von der L'Oreal Sugar Scrubs Glow Peeling. Und eine Maske, und zwar die Hydra Bomb Maske mit für müde Haut. Das ist diese hier mit Lavendel. Und ja, wenn ihr das Paket hier gewinnen wollt, dann solltet ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein. Einmal das Video liken und in die Kommentare den Hashtag von Aufhören mit Badesalz, wie beim letzten Video auch schon, der perfekte Moment eintragen. Und ja, schreibt mir doch auch unten mal in die Kommentare, was ihr so den Monat aufgebraucht habt. Und ja, alles weitere zum Gewinnspiel findet ihr natürlich unten wieder in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!